Hallo liebe Leute! Hallo! Jetzt werden wir Soltinho lernen. Es ist eine Figur, wo der Leader dreht, danach der Follower, der Leader dreht und danach der Follower. Und es ist eine sehr grundlegende Struktur für Lambada. Okay? Das bedeutet, danach werden wir ganz viel aufbauen, weil wir werden das auch benutzen, wenn wir Lambada ohne Kontakt tanzen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ohne Kontakt. Lambada Wifi. Das kommt noch. Okay. Sieht so aus, Stell euch bitte vor, dass wir haben den Diamant von letzten Mal, aber es ist jetzt gedreht, okay? Damit ihr das besser seht. Also da haben wir die Einsen vorne, hinten, und dann hier werden wir die 5 haben. Sieht so aus. 1, 2, 3. Wir gehen auf Astern, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ich werde langsam die Schritte für die Lieder erklären, wenn wir French Atras machen. Ja? Und stelle ich vor gleich diese Raute, diese Diamant. Ja? Also ich habe da zwei Seiten und danach noch zwei Seiten, die schließen. Ein bisschen so wie in Diagonal, ein Quadrat gedreht. Gut, French Atras. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Die 1 mache ich nicht nach vorne, aber nach hinten. 1. Und bei 2 ich wechsle die Linie. 2. Bei 3 ich habe eine Drehung. Wir können das so üben, dass bei 3 es wird so sein, Lieder bei 3, wir bringen den Oberkörper nach links. Und danach bei 7 den Oberkörper nach rechts. Ja, und wir werden so eine Idee haben von 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Es geht hier so los. 1, 2, 3, 5, 6, 7 nach vorne. 1 nach hinten. 2, wir werden unseren Oberkörper ein bisschen nach rechts bringen, weil gleich bei 3 geht es los mit dem Oberkörper nach links. Und dann, wir gehen den Schritt, Oberkörper nach links, noch einen Schritt auf der gleichen Linie. Ich bin hier sehr nah an die Wand, deswegen kann man nicht so gut sehen. Das ist die 5 und dann haben wir gleich die 6 auf die andere Linie. Dann bei 7, Oberkörper nach rechts und wir haben Gefühl von vorne kreuzen. Dann kommt die 1, das ist eine Ecke. Und dann haben wir die 2, dann der Oberkörper geht weiter nach rechts. Dann kommt die 3 und wir haben 1, Entschuldigung, die 3, 3, 5 auf der gleichen Linie und 6, wir haben die Linie gewechselt. Dann kommt der Oberkörper nach rechts. 7. 1 vorne kreuzen an der Linie, 3 Oberkörper nach links, 5, 6 an der Linie, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Und ich werde das so machen, wenn ich meine Partnerin abholen möchte, ich werde drehen und wir haben 3, 5, wir kommen zurück zu unserer Partnerin, 6, bei 7 wir versuchen nach und nach zu unserer Partnerin zu kommen, sie wird das sehen, und nach der Drehung wir sind genau gegenüber, damit sie versteht, okay, jetzt geht es nicht nach links oder nach rechts, sondern direkt zum Partner. Ja? Wir machen das einmal zusammen, damit ihr das nachvollziehen könnt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, ich gehe zu ihr, 3, 5, 6, 7, drehen, 1, 2, 3, 5, 6, 7, genau. Also, wenn wir diese Figur machen, für den Follower ist es immer zwingend, bei 7 eine Drehung zu machen. Das wird euch gleich Olga zeigen. Bei 3, ich konnte die Drehung machen oder nicht. Jetzt werden wir das so machen wie gerade eben, okay? Drehung bei 3 und bei 7 weiter die Schritte setzen. Gut, jetzt kommt Olga. The steps for the followers will be also you are doing it in its Yama. Ich denke, wenn du ein bisschen weiter nach hinten gehst, bist du besser im Bild. Genau. So the one, it will be the corner, and we go one, and I change direction, two, three. The five will be the corner, but I will continue walking. Five, change direction, six, seven. Now go my turn. One, this is the corner. One, two, three. We walk five, six,
7, we turn 1, 2, 3, walk, 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 and we turn 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Now we did it without contact, we showed before with Fernando. For me, the idea at 7 and at 3 to look to the partner. Ja. Als wir ganz am Anfang gesagt haben, Soltinho bildet eine grundlegende Struktur, weil wir können danach kontaktlos tanzen die ganze Zeit. Und es ist so eigentlich, dass der Follower möchte immer in den Soltinho gehen, wenn wir keinen Kontakt haben. Nur am Anfang, weil wir gegenüber sehen, sie kann sich nicht entscheiden, ob es in die Richtung gehen wird oder in die andere Richtung. Und dann in dem Moment, wo ich mich entscheide, nach links zu gehen, sie kommt hier auf die andere Seite. 7, 1, 2, 3. Und sie bleibt da drin. Wir können von hier ganz viele Sachen tanzen. Ja? Ich kann zu ihr kommen jede Zeit bei 6 und bei 7. Ich kann nochmal in den Soltinho. 6, 7. Und danach kommen Sachen, die auch Kopfbewegungen haben werden. Das hier heißt Boneca. Wir haben auch Chicochi. Ja? Lambada macht so viel Spaß. Ja? Tanzen wir das noch einmal zusammen. 7 und frente atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 nach vorne, aber ich lasse dann den Follower nach hinten gehen, ich gehe nach hinten. 1, und hier, ich werde meinen Oberkörper so langsam nach rechts bringen, damit der Follower die Linie wechseln kann. 2, und dann haben wir eine neue Linie. Und jetzt 3 in die Drehungen. 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, ich komme zu dem Follower, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay. Dankeschön. Soltinho. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao.